Mit der Übergabe des Pokals im Weserstadion ging für die E-Junioren des VfL Oldenburg ein riesengroßer Traum in Erfüllung. Gewinner des EWE Sommercups. Doch zurück zum Anfang. Um 10 Uhr begann die Vorrunde beim EWE Cup, in Gruppe A mit dabei der VfL Oldenburg. 3 Spiele, sie allesamt gewann man ohne Gegentor und zog so ins Viertelfinale ein. Ja, geil. Wir sind so super zufrieden, wir sind so top drauf und die Kinder freuen sich über jedes Spiel und das ist echt genial. So erfreut wie Trainer Gilbert Frihe zeigten sich auch die Spieler. Theo und Damon waren bereits nach der gewonnenen Vorrunde überzeugt. Der Weg führt ins Weserstadion. Ins Finale, definitiv. Definitiv. Also, wir haben sehr große Hoffnung. Ja. Im Viertelfinale gewann man klar 3:1 gegen den VfL aus Maschen. Das erste Gegentor des Turnieres, nur noch ein zweites sollte folgen. Deutliches Zeichen sowohl für eine kompakte Abwehr als auch für einen guten Torwart, der am Ende des Turniers noch ausgezeichnet wurde. Das Zielfinale rückte näher und auch das Selbstbewusstsein wuchs, wie bei Tim und Johann. Ja, natürlich. Natürlich, warum? Weil wir gut spielen und ein gutes Team sind. Wir haben die Hoffnung, auch berechtigte Hoffnung, wir geben Vollgas und tun alles dafür. Und egal, was zum Schluss rausspringt, dass wir das einfach mitnehmen, ins Weserstadion kommen wir alle. Die Mannschaft aus Apensen, auf die man im Halbfinale traf, war ein vollkommen unbekannter Gegner. Ein klares 3:0 aber räumte letzte Zweifel aus, Ziel erreicht. Finale. Was jetzt noch kam, war für alle das Sahnehäubchen auf dem bislang schon tollen Tag. Das Endspiel im Weserstadion. Also, ja, also richtig cool, auch vor 40.000 Zuschauern zu spielen, finde ich auch richtig cool. Der Rasen super sein. Ja, genau. Hier schließlich gewann man auch deutlich mit 4:1 gegen den anderen Finalisten aus Sittensen. Ein Erlebnis, dass die Mannschaft wohl so schnell nicht wieder vergessen wird.